Leute, cool, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe heute zwei Fragen für euch zu Sanktionen. Die erste Frage, da geht es um Sanktionen im neuen Bürgergeld und es fragt Ghoul Kenny. Mal eine Frage in die Runde. Bekommt man höchstens 10% pro Monat oder kann man theoretisch 20 oder 30% schon im ersten Monat bekommen, wenn man zum Beispiel 2 oder 3 Pflichtverletzungen in einem Monat begeht? Vielen Dank für die Antwort. Kontabil ist der Ansicht, das ist theoretisch möglich, wenn das Jobcenter völlig durchdreht, sogar schon in einer Woche. Montag Einladung ins Jobcenter, nicht hingehen 10%, Mittwoch nicht hingehen 10% und Freitag wieder nicht hingehen die nächsten 10%. Das heißt, Kontabil ist der Ansicht, das ist sehr wohl möglich. Ich hatte März so verstanden, ich poste nochmal den Link unten in die Videobeschreibung, dass es heißt 10% nach einem Monat, 20% nach 2 Monaten und 30% nach 3 Monaten der Mitwirkungsverweigerung, ohne dass es wichtig wäre, wie viele Mitwirkungsverweigerungen, sondern dass es hier heißt, im ersten Monat geht nicht mehr als 10%. Aber was Politiker sagen, hat ja nicht viel zu bedeuten und mit der Wirklichkeit zu tun. Das heißt, die Frage an euch, weiß jemand, bekommt man höchstens 10% pro Monat oder kann man theoretisch 20 oder 30% auch schon im ersten Monat Bürgergeld bekommen? Und dann noch eine Frage von Resövre, die in den Zusammenhang passt, und zwar, wie lange halten Sanktionen denn jetzt eigentlich an? Stimmt es, dass wenn man doch wieder mitwirkt, die Sanktionen wieder aufgehoben werden oder sind diese grundsätzlich 3 Monate gültig? Können Sanktionen aufgehoben werden, wenn ich wieder mitwirke? Und wie sieht diese Mitwirkung aus? Angenommen, ich habe mich nicht für einen Vermittlungsvorschlag vom Jobcenter mit Rechtsfolgenbelehrung beworben und werde sanktioniert. Reicht es dann, wenn ich mich für eine andere Stelle bewerbe, um mitwirkungspflichtig zu wirken? Wer weiß Bescheid? Wer hat Erfahrung? Vielen Dank im Voraus für eure Tipps. Vielen Dank fürs Zuschauen. Passt gut auf euch auf. Bis bald und tschüss.